Tag zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines in unserer Stadt Viridis mit einem Überflug über unsere einzelnen Stadtteile. Heute will ich den Teil, die unbebaute Fläche bei Buschhausen mit einem etwas größeren und in diesem Let's Play auch wichtigen Projekt bebauen. Wir wollen nämlich jetzt ein Fußballstadion installieren. Das soll der Plan sein, die Infrastruktur für den Nahverkehr natürlich ergänzt. Jetzt sieht man es hier im Hintergrund. Da wollen wir einmal ran. Da steigen wir dann auch direkt mal ein. Also wir lassen die gute Hoffnungshütte sich entwickeln. Bevor wir uns aber jetzt hier mit diesem Gelände hier beschäftigen, will ich vorher noch eine Sache machen, nämlich hier diesen Streifen an der neuen Mitte noch bebauen. Der fehlt nämlich auch noch. Das können wir vielleicht mal direkt angehen, indem wir hier noch so kleinere Straßen nehmen und dann mal gucken, dass wir hier entlang des Kanals was bauen. Vielleicht kriegen wir hier auch noch die Kanallinie ein bisschen näher dran, dass das hier noch ein bisschen glatter wird. Wir können jetzt gleich auch noch den die Stromleitung hier wegnehmen. So, machen hier so eine Kante bis zur Eisenbahn. So, dann nehmen wir nämlich hier die Kreuzung. Das sollte ja eigentlich ganz gut gehen. Und ziehen das dann hier einmal lang. Mal gucken, dass wir hier gerade am Kanal vorbeikommen. Ich setze vielleicht vorher nochmal direkt den Fußweg. Was haben wir denn hier für schönen Fußweg? Berufsschulweg mit Dekoration, den können wir nochmal nehmen hier. Reißen vielleicht. Stoppen mal kurz das hier ab. Strom brauchen wir nicht mehr an der Stelle. Das regeln wir gleich anders. Oder wie ist das? Ja, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hier. Die Partymeile, die braucht noch eine Verbindung. Oder springt das hier über? Oder sieht so aus, ne? Oh, ich glaube, den brauchen wir gar nicht, die Stromleitung hier. Dann nehmen wir euch wieder weg. Ja, dann lassen wir doch wieder weiterlaufen. Also einmal den Fußweg hier direkt am Kanal entlang. Vielleicht ein kleines bisschen Abstand, damit wir hier die einen Zaun setzen können. Oh, das soll quasi eine Art Wanderweg, Spazierweg sein. Müssen wir noch einmal dann rüber auf die andere Seite des Kanals, dass wir hier dann rüberkommen. Ja, das sollte machbar sein. Gucken wir mal hier eben. Haben wir noch einige Probleme mit den Krematorien und mit dem Abtransport von toten Menschen. Das will er irgendwie nicht so richtig machen. Vielleicht können wir hier nochmal hier vorne hin machen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, gut. Dann einmal mit der Radweg natürlich wieder. Unser altes Spiel. Das ziehen wir bis hier vorne. Machen hier den Anschluss. Und jetzt hier eine Sackgasse ist natürlich nicht ganz so geschickt. Wir haben hier auch noch eine viel zu hohe. Wir brauchen hier keine drei Spuren. Das ist ja Quatsch. Das war ja noch aus der Zeit, als wir die Verkehrsprobleme hatten. Die haben wir jetzt ja nicht mehr, deswegen können wir das hier auch wegnehmen und können dann hier noch so eine Kreuzung einbauen. Ich denke, das ist in Ordnung. Dann werden wir die Zonierung setzen. Das
nämlich hier diese Zone hier vorne, unser Glaspalastviertel, den ziehen wir jetzt hier rüber, dass hier das alles die Partymeile sein soll, bis zu dieser Straße. Das war nicht so geplant. Wir sind hier. Ich glaube, diese Verbindung brauchen wir auch nicht mehr. Das war ja mit dem Verbot des Verbrennungsmotors. Den haben wir jetzt wieder erlaubt. Das ist ja eigentlich Quatsch. Sondern die neue Mitte ziehen wir auch weiter. Die geht dann quasi bis hier. Das ziehen wir auch rüber. Das hier ist auch noch kein Stadtviertel, sehe ich gerade. Also dann nehmen wir das hier auch noch alles mit rein. Dieses Gebiet hier noch, da muss man nochmal gleich ein Krematorium setzen. Da habe ich hier aber keine nachhaltigen Gebäude gesetzt, wie ich gerade sehe. Das führt jetzt dazu, dass wir hier alles neu machen. Das ist der Lauf der Dinge. Das ziehen wir auch noch hier rüber. Dass wir auch hier wieder die regionalen Geschäfte haben. Das ist ja der grundsätzliche Plan. So, und dann haben wir hier den Abschluss bis zur Bahnlinie. Prima. Ja, sehr gut. Also dann setzen wir jetzt hier auf diese Seite die Gewerbeflächen. Wir können hier auf diese Seite, da kann man vielleicht auch hier nochmal durch diese Straße ein bisschen durchziehen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz, dann haben wir doch einen hohen Bedarf an Bevölkerung. Dann machen wir hier noch so eine Sackgasse und ergänzen hier nochmal einen Fußweg, damit wir hier die Leute auch langlaufen können. Denn der Plan ist jetzt, dass wir hier diesen Teil noch nutzen, um dass man einfach hier rüber, ja, dass die Leute einfach hier spazieren gehen können. Wir können hier noch mal den Weg hier so in die Kurve, hier an den Kreisverkehr. Ja, das ist, glaube ich, ganz okay. Hier kann man noch mal einmal den Weg rüberziehen, so dass wir dann hier unsere Touristen so ein bisschen bewegen können. Die können dann hier entsprechend entlang laufen. Soweit, das war Quatsch. Wir müssen hier die Brücke noch schaffen. Das machen wir jetzt mal. Also die Anpassungsliste nehmen wir wieder. Gehen dann von hier aus. Ruhig gerade rüber, damit wir den Kanal einmal überschreiten können. Sagen wir es mal hier. Geht es hier vielleicht besser ohne die Hilfslinien? Vielleicht ohne die magnetischen Linien. Da entsteht noch so ein Pfosten. Das geht aber hier. Alles klar. Muss das so hoch sein? Eigentlich muss das gar nicht so hoch sein. Ah, da können wir sogar hier ebenerdig bleiben, das ist ja prima. Die Fähren passen unten drunter, das ist gut. Dann machen wir das genau so. Schließen hier an. Schließen auch hier an. Und kommen dann hier hinten auch entsprechend an. Das ist doch sehr schön. Da haben wir jetzt hier eine Fußgängerbrücke. Auf der Seite, auf der anderen Seite können wir sie auch noch mal platzieren. Das muss hier an der Engstelle sein, sonst kommen wir nicht rüber. Ah, dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier die Straßen oder die Kanalseite zu wechseln. 12 Einheiten, sehr gut.
Und dann können wir hier drüben nämlich an die Straße ran und schließen hier an. Da haben wir einen sehr schönen Fußweg. Wir setzen hier noch Zäune, damit die Leute mich runterfahren. Was haben wir hier für einen Zaun gesetzt? Das ist dieser Naturschutzzaun. Ne? Den sollten wir auch nochmal hier setzen. Dass hier nichts passiert. Man soll auch wieder gebogen machen. Unser so, Bedarf an Gewerbe ist relativ klein geworden, dadurch, dass wir jetzt ja gerade eben da die Gewerbeunternehmen vertrieben haben an der neuen Mitte. So, wir setzen hier auch nochmal einen Zaun entlang. Und hier ist der Anschluss nicht gemacht. Das korrigieren wir eben mit Move-It. Sehr gut. Ja, alles klar. Wir brauchen noch die Nahwärme. Die ist auch noch nicht vollständig übertragen. Und dann kann der Teil der Stadt wieder wachsen und sich entwickeln. Was dann natürlich immer noch fehlt, ist das ganze Thema der Verbote für die Auto, für den Autoverkehr. Ich setze hier hohe Dichte von Gewerbe auf beiden Seiten. Das kann sich hier entwickeln. Und dann machen wir hier hohe Dichte an Bevölkerung. An dieser Sackgasse, das sollte ja gehen. Wir können dann hier vielleicht auch noch mal gucken, dass wir hier nochmal medizinisch aktiv werden. Hier vielleicht auch noch mal so ein Krematorium, das ist nämlich auch noch Bedarf. Was haben wir hier noch? Eine Sauna, ja, die können wir vielleicht hier auf die Seite setzen. Gucken wir mal hier, vielleicht hier an den Rand. Und Fitnesshalle, das Schwimmbad, das finde ich ganz schick. Das hier, das platzieren wir hier, das finde ich auch ganz gut. Yoga-Garten, den kriegen wir auf diese Seite nicht. Und dann setzen wir den noch dahin und dann haben wir vielleicht noch Parks, die wir platzieren können. Kleiner Spielplatz. Hier vorne hin, botanischen Garten, den können wir vielleicht, den haben wir da auf der anderen Seite, genau, den brauchen wir hier nicht. Aber hier haben wir noch Platz mit Picknicktischen, okay, der ist jetzt hier in der Bahnlinie schon schwierig, aber den können wir vielleicht hier platzieren. Ja, da haben wir nämlich hier ein bisschen was an Möglichkeiten, wenn wir hier die Bahnlinie so ein bisschen mit großen Bäumen verstecken, haben wir hier kleine Buche, ne, ich möchte hier Kiefer, Mond möchte ich nicht, die Eibe, genau, ich glaube, die ist ganz groß. Sehr gut, wir haben noch den Weg hier vergessen. Das ist der falsche, wir wollen ja hier diesen Weg hier wählen. Na, schließt er nicht an. Das ist nicht das, was wir wollen. Dann na, mit Move-It holen wir dich mal näher heran. So, prima. Hier kommt auch nochmal Gewerbe hin auf diese Seite. Und hier können wir auch nochmal ein bisschen Wohngebiet setzen. Das ist zwar hier an der Straßenbahn, aber das ist, glaube ich, unkritisch. Das gleiche auch hier haben wir noch Platz für Wohngebäude, vielleicht setzen wir da auf die andere Seite nochmal eine Schule. Ich glaube, das ist nochmal ganz sinnvoll und hier kann man ein paar Bürogebäude an die Bahnlinie setzen, die ja, wirken vielleicht nochmal so als Puffer für die
für den Lärm der Eisenbahn, die ist ja dann doch schon relativ laut. Ja, das ist ganz gut. Hier haben wir noch ein bisschen Platz da. Jetzt auch nochmal hier sowas hin. So, wir wollen eine Schule, hatten wir gesagt. Eine Grundschule. Hier ist nämlich gar nichts an Schulen. Hier ist überhaupt gar nichts. Okay. Alles klar, dann müssen wir hier nochmal ran. Die setzen wir vielleicht hier vorne auf die Ecke. Und dann haben wir hier noch eine Oberschule. Die setzen wir, die ist natürlich recht groß, ne? Die ist ja wirklich riesig. Gibt es hier einen kleinen? Hier ist eine kleinere, alles klar. Muss eine, da ist eine, aber hier ist keine, dann platzieren wir dich hier. Sehr gut, dann haben wir noch das Thema des Autoverkehrs, den wollen wir verhindern, das mache ich dann nochmal eben schnell. Den wollen wir ja verhindern, das haben wir getan. Dann machen wir noch den Anschluss an den Nahverkehr. Brauchen nochmal eine Busverbindung hier hin. Mal gucken, wie wir die führen. Das wir also hier einmal halten. Dann halten wir hier vorne. Wo haben wir denn hier noch? Hier ist die Haltestelle. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann müssen wir irgendwo drehen. Das geht hier auf der Strecke nicht ganz so gut. Da müssen wir, glaube ich, hier einmal rein. Na, hier gehen wir rein. Dann drehen wir hier. Halten hier wieder am Bahnhof und der U-Bahn-Station. So. Dann haben wir diese neue Linie, die gucken wir uns mal eben an. Das ist die Buslinie 101. Die nennen wir jetzt, gucken, ob wir die jetzt eine neue Mitte nennen. Genau, das ist die neue Mitte L6. Muss jetzt hin. Da. Neue Mitte L6. Und du bist auch gelb. Zack. Wahrscheinlich brauchen wir noch mal nicht so viel Busse. Ne? Wir gucken mal eben. Ach, habe ich es ja wieder nicht umbenannt, ne? Genau. Oh, doch, hat er gemacht. Da brauchen wir aber. Gehen wir erstmal auf 5 Busse. Und dann schauen wir, was da passiert. Gut, das kann sich jetzt entwickeln, das wird sich jetzt entwickeln. Wir schauen mal, der Bedarf ist ja da, hier mit überhaupt keine Arbeitskräfte. Das ist schon bitter, aber das wird sich geben, das lassen wir jetzt mal auch ruhig etwas schnell laufen. So, was passiert hier mit der guten Hoffnungshütte? Profit ist natürlich negativ, weil wir bisher nicht genug viel importieren müssen. Wir haben genug Rohstoffe, aber die Arbeiter fehlen noch. Das kommt hoffentlich. Auch hier müsst ihr vielleicht nochmal eine Buslinie reinsetzen. Denn bisher gibt es da keinen Nahverkehr hin. Die Leute kommen da gar nicht hin zum Arbeiten. Ist die Frage, ob wir da nicht auch eine U-Bahn eigentlich reinsetzen sollten. Einfach von der Logik her. Die Frage, auf welcher Seite? Auf dieser Seite. Auf dieser Seite. Da setzen wir eine U-Bahn-Linie rein. Und dann kommen wir von hier und machen hier den Anschluss. Oh Mann, das kann gerade kommen, aber die Leute müssen da irgendwie zur Arbeit kommen. So, und dann schließen wir hier idealerweise an. Zack. So. Wie wir die Linien setzen. Also wir möchten dann eine neue Linie hier. Linie abschließen. Wunderbar. Das
Genau, das ist jetzt die gute Hoffnungshütte. Da reichen erstmal zwei Fahrzeuge. Farbe machen wir bewusst schwarz, also ein gräuliches Anthrazit. Ja, und dann brauchen wir hier noch eine Buslinie. Ich denke, das macht auch Sinn, dass es hier einen Bus gibt, der hier einmal quer fährt und alle wichtigen Stellen abfährt. Wir fahren hier runter, halten hier auf der Ecke. Gucken mal, was wir vielleicht mal gucken, wo können wir hier noch halten sinnvoll. Wir können hier noch mal halten. Oh, hier haben wir die Einbahnstraßen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann halten wir hier, drehen hier um und haben hier unsere gute Hoffnungshütte. So, das sortieren wir noch mal nach dem Alphabet. So, also das hier ist die gute Hoffnungshütte L1. Da unten ist sie. Da brauchen wir nicht so viele Busse, denke ich mal. Da werden noch 5 vielleicht reichen. Gehen wir auf 50%. Das machen wir in so einem Anthrazit. So, dann müssen wir mal gucken, dass hier die Leute dann tatsächlich auch hinkommen. Mal gucken, wie das anläuft. Wir lassen das jetzt mal laufen. Auch wie sich das dann entwickelt. Jetzt hat sich denn diese U-Bahn-Linie. Achso, ja, die sieht man nicht, ne? Das ist eine blöde Farbe. Das soll ich doch mal hellgrau machen, sonst sieht man sie hier in dem Dunklen nicht. Ja, alles klar. Das kann sich jetzt weiterentwickeln, dass wir hier auch die Arbeiter hinbekommen. Ich hoffe, dass das dann funktioniert. Ja, das kann sich hier auch entwickeln, das ist in Ordnung. So, jetzt kommt der eigentliche Teil. Den fangen wir dann in dieser Folge noch an. Nämlich, dass wir hier einmal das Fußballstadion, das ist ja hier, wo haben wir es? Hier nicht bei den einzigartigen Gebäuden, gibt es ja hier ein Fußballstadion. Das will ich jetzt direkt hier platzieren. Und dann da auch noch ein bisschen ja, Freizeitinfrastruktur schaffen. Dazu führen wir die Straße hier weiter. Warum ist das denn hier überhaupt? Das ist keine Straßenbahn, oder? Nee, das ist eine normale Straße. Das ist nicht so gut. Die muss ich einmal ersetzen. Da möchte ich Straßenbahnen haben. Das machen wir jetzt aber gleich erst. Also wir kommen erstmal hier an. Denn das Stadion soll direkt hier an der Verbindung sein. Gucken, wie sieht das aus. Das klappt, alles klar. Dann machen wir hier das Upgrade. Also hier ist sowieso schon Straßenbahn, alles klar. Nee, wunderbar, dann können wir die neue Straßenbahnlinie etablieren. Das ist nämlich der Plan. Ziehen die Straße hier nochmal weiter. Setzen dann unser Stadion. So, auf diese Seite, ruhig mit ein bisschen Abstand. Jawohl. Also, ja Mist, das war natürlich jetzt genau das, was ich nicht wollte. Also, die muss ich leider nochmal verschieben. Wo habe ich denn Platz dafür? Hier vorne. Ich muss jetzt das Gelände einebnen, sonst kriege ich hier ein Problem. Denn das ist immer noch nicht ganz flach, das Gelände. Dann ziehen wir hier die Straße wieder rüber. Und zwar genau andersrum, dass wir hier nämlich bei 0 Meter bleiben. Einigermaßen flach runter und dann ziehen wir das hier mal weiter. So. Dann nehmen wir jetzt unser Fußballstadion. Wo ist es? Dort vorne. Ein bisschen was, das noch mal zu verschieben.
das hier ein bisschen in die Mitte setzen. So, das können wir leider nicht umbenennen. Leider ist der Stadtname FC Viridis vorgegeben. Wir spielen am 29.06. gegen den FC Lakewood. Wir können hier noch Ausgaben ergänzen. Das überlegen wir uns nochmal. Zuschauer 0 von 750. Hier passt noch mehr als 750 Zuschauer rein in dieses schöne Fußballstadion. Das ist ja komisch. Naja gut, also dann haben wir schon mal das Fußballstadion platziert. Das ist prima. Da können wir, glaube ich, jetzt hier nochmal die Bäume wählen. Und hier einmal fällen. Weg mit euch. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Zack. Weg damit. Jetzt will ich dann hier noch so einen kleinen Vorplatz definieren. Die Parkplätze brauchen wir eigentlich gar nicht. Sondern, mal gucken, wo wir hier schöne Platten finden. Wir haben hier so, ist noch nichts freigeschaltet. Der Freizeitpark hat nur diese bunten. Haben die hier noch aus dem Park. Da haben wir hier diese Parkkachel, die sind schon ganz gut. Die will ich. Das war hier nochmal hier vorne noch so ein bisschen was ergänzen. Wir können vielleicht einmal hier den. Jetzt muss man hier schon mal den Radweg definieren um das Stadion rum. Also einmal hier rum, dann hier rum. So, das ist gut. Dann setzen wir jetzt hier, haben wir noch andere Platten. Na, das sind schon die richtigen Platten, die setzen wir jetzt mal hier. Überlegen, wann da vielleicht mal dieses, die Mod noch installiert, die was er noch einfärben kann. Vielleicht installiere ich die nochmal, denn das ist jetzt ja doch etwas mühselig. Dann setzen wir noch schnell die Leitungen für die Fernwärme auch wieder hier unter der Straße durch und dann hier einmal rum. Dann haben wir das. Stromverbindung, damit wir auch das schon mal haben. Damit hat das Stadion auch schon mal Strom. Und dann kann es theoretisch seinen Betrieb aufnehmen. Wir haben schon mal so die ersten Felder gesetzt. Und dann das Wichtigste natürlich, da sind wir uns jetzt gucken, wo war das hier? War das hier auch beim Park, glaube ich, ne? Genau, das müssen natürlich, hier sind die Gunners, die, ja, das muss natürlich sein, dass das hier unsere Kanoniere sind. Der FC Arsenal, so viel Fan-Dasein muss im Let's Play erlaubt sein. Die setzen wir mal hier vorne auf die Ecke. Hier vorne hin, dann hier auf die Kante. Und damit haben wir es nämlich auch schon. Das haben wir nämlich dann schon mal gesetzt. Dass wir dann hier das Fußballstadion vordefiniert haben. Da kann man dann noch ein bisschen was in der nächsten Folge weiterentwickeln. Aber wir haben schon das Stadion gesetzt. Das war ein Hauptanliegen. Wir müssen den Nahverkehr noch definieren. Also ich will hier die Zugverbindung hier hochbringen, dass wir hier einen Bahnhof haben. Idealerweise diesen Bahnhof mit U-Bahn-Anschluss, der natürlich oberirdisch ist, aber da müssen wir hier wieder ein bisschen tricksen. Wir haben wieder hohen Bedarf an Bevölkerung. Ich gucke mal, ob ich hier noch ein bisschen Platz habe. Komm, wir setzen hier. So, hier vorne können wir noch mal ein bisschen Wohnfläche definieren. Ich glaube, das tut uns nicht weh für Stärkrade.
Hier sind schon alle Flächen wieder besetzt. Der Bedarf ist riesig. Ja, das ist leider so. Dann machen wir hier nochmal ein paar Bürogebäude hin zum Verdecken der Lautstärke durch die Eisenbahnschienen. Hier haben sich auch unsere Sachen, wir glauben, die wachsen relativ langsam. Auch hier sind das sind natürlich alles irgendwelche Fitnessstudios. Ganz komisch. Aber gut, hier alle verlassene Gebäude und hier hat es gebrannt. Na super, das müssen wir mal eben schon einmal aufräumen. So, das Parkcafé. Das war aber das Einzige, aber sonst noch irgendwas. Ah, da hat es am Moselwanderweg auch. Oh, doch gebrannt. Das bauen wir mal eben schnell wieder auf. Ja, aber mit dem Ganzen sind wir mit der heutigen Folge auch schon wieder am Ende. Wir werden dann in der nächsten Folge die Anbindung des Stadions machen. Wir werden dann noch ein paar weitere Parkgebiete. Oh, hier diesen. Da gibt es ja diesen Central Park, den würde ich da ganz gerne setzen. Sind wir hier, da sind wir, da sind wir, da sind wir, da sind wir, da ist unser Stadion. Ja, also das sieht doch prima aus. Und mit diesem Blick auf unser neues Stadion, das wir natürlich noch umbenennen wollen, das denke ich ist noch wichtig, das ist nicht das Fußballstadion, das ist natürlich dann Highbury. Na. Highbury. So, das können wir zumindest umbenennen. Sehr gut. Ja, und damit mit dem Blick auf unser neues Stadion, das ist zwar eher ein Emirates, aber wir nennen es ganz klassisch Highbury und werden dann die Möglichkeit nutzen, das hier noch weiter auszubauen. Auf dieser Seite hier noch einen Park zu definieren, noch weitere Wohngebiete, denn der Bedarf ist ja relativ groß. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann hier diesen Fußballbezirk weiter ausbauen. Bis dahin!